Ja, es ist wahrscheinlich heute im Laufe des Sonntags soweit, dass ich bei YouTube die 100.000 Abonnenten Schallmauer durchbreche. Eine Zahl, die mich unglaublich beeindruckt und die mich natürlich auch stolz macht. Und aus dem Grund verlose ich 10 Eintrittskarten an alle, die den Witz kommentieren. Und dann schaue ich mal, oh, und es sind 10 Eintrittskarten an einem Ort eurer Wahl. Mit Meet and Greet, mit Backstage, mit Fanpaket, mit allem Donner und Doria. Zieglinde kommt ins Krankenhaus, weil der Rigobert nachts einen Herzinfarkt gehabt hat. Und geht sie zu der Krankenschwester und sagt sie, ich möchte meinen Mann besuchen, der Rigobert Schmitz. Dann sagt sie, oh, sie, der liegt auf der Intensivstation. Alter, dem geht's nicht gut. Am nächsten Tag kommt sie wieder und sagt zu der Intensivkrankenschwester, sie, also ich möchte gerne meinen Mann besuchen, der Rigobert Schmitz. Da sagt sie, also dem geht's nicht wirklich gut. Kommen Sie morgen wieder. Am nächsten Morgen kommt Zieglinde wieder und sagt, sie, ich möchte meinen Mann besuchen, der Rigobert Schmitz. Dann sagt die Schwester, sie, also hören Sie mal zu, es tut mir ganz arg leid, aber ich wollte es Ihnen gestern schon sagen, er ist vorgestern Nacht verstorben. Sie dreht auf dem Absatz rum und geht. Am nächsten Tag kommt sie wieder und sagt zu der Schwester, sie, also, ich möchte meinen Mann besuchen, der Rigobert Schmitz. Da sagt sie, aber habe ich Ihnen ja schon gesagt, er ist vor 3 Tagen verstorben. Sie dreht rum und geht wieder. Und so passiert es 5-mal hintereinander. Und irgendwann sagt die Krankenschwester zur Zicklin, das heißt mal, ich habe Ihnen doch schon jetzt ein paar Mal gesagt, schon, Ihr Mann ist verstorben. Dann sagt sie, ja, aber ich kann es nicht oft genug hören. Boah, der ist schön. Ich habe es Ihnen ja schon oft genug gesagt. Ja, aber ich kann es nicht oft genug hören.